Wie? Sie sind noch nicht tot. Naja, noch nicht so ganz. Zwinkern Sie doch mal, dass ich sehen kann, dass Sie noch leben. Gut, also Sie sind noch nicht tot. Noch lange nicht. Aber wenn Sie tot wären, ab wann dürfte ich Witze darüber machen, dass Sie tot sind oder wie Sie gestorben sind? Und vor allem, darf ich jetzt schon über Sie lachen, obwohl Sie noch lange nicht tot sind? Und dann stehst du vor Gott, dem Vater. Und er fragt ins Gesichte, Wilhelm Vogt, was hast du hier gemacht mit deinem Leben? Und da muss ich sagen, Fußmatte, muss ich sagen, die hab ich hier flochten im Gefängnis. Und dann sind sie alle drauf rumgetrampelt, muss ich sagen. Und dann hast du hier reichelt und hier wirst um das bisschen Luft. Und dann war's aus. Jetzt sagst du vor Gott, Mensch. Aber der sagt zu dir, je weg, sagt er, Ausweisung, sagt er. Dafür hab ich dir das Leben nicht geschenkt. Das bist du mir schuldig. Wo ist es? Was hast du mit dir gemacht? Und was sagt man, wenn ein Kind stirbt? Was sagt man da? Der Tod lächelt uns alle an. Das Einzige, was man machen kann, ist zurücklächeln. Soll ich einen Witz erzählen? Nein.